Willkommen auf der Zukunst, unser Community-Boot von Makers for Humanity. Und wir sind seit 2023 hier in Hannover am IME-Anleger und haben hier ein schwimmendes Reallabor für das gute Leben geschaffen. Also ein Kulturort, einen schwimmenden Kulturort für Beteiligungskultur, für Integration, für Gesundheit, Innovation, Integration. Also ein Möglichkeitsraum für vielerlei Aktivitäten in der Community und natürlich auch für Gäste. Ja, jetzt geht's los. Wir haben mit freundlicher Unterstützung vom Landesverband Soziokultur Niedersachsen haben wir eine Schatzsuche konzipiert, die wir jetzt starten werden. Wir fahren von Hannover in 7 Etappen nach Hildesheim und ja, 3 Wochen Abenteuer, Bootsfahrt mit unserem Motorkatamaran und ja, jetzt geht's los beim Fährmannsfest hier in Hannover-Linden. Da starten wir die Schatzsuche. Ach, dazu muss ich vielleicht kurz was sagen. Die Schatzsuche, wir suchen nicht irgendwelche Goldtruhen oder so, sondern die eigentlichen Schätze unserer Gesellschaft sind ehrenamtliche Akteure, sind engagierte Menschen und Gruppen, die sich für das Gemeinwohl engagieren, für Kultur, für Nachhaltigkeit, für soziale Belange. Denn diese Akteure sind diejenigen, die aus einer Gesellschaft eine Gemeinschaft machen und davon brauchen wir viele. Und die gibt es auch überall und das ist der Sinn, das Ziel unserer Schatzsuche, dass wir rumfahren und diese Leute aufsuchen, uns mit denen treffen, sie miteinander vernetzen, sodass wir dass diese positive Parallelgesellschaft sichtbar machen und feiern. Das ist Ziel unserer Schatzsuche. Und jetzt gehen wir mal an Bord. So, ihr plant schon? Ja. Geht ja los. Vorbereitet. Ja. Ich habe den Sextanten gestellt. Aber es sind ja gar keine Sterne zu sehen. Alles klar zum Ablegen für die große Tour. Ja, dann Allzeit, Handball, Wasser und Natur. Ja, herzlichen Dank. Ich finde gerade auch solche Sachen sind unheimlich wichtig. Das gehört mit zur Kultur. Und nicht nur Adele, die dann 10-mal auftritt und 700.000 Besucher aus aller Welt kriegt dann nach München. Ja. Und das ist hier viel wichtiger, weil das auch Zukunft hat. Man kann sich miteinander vergleichen, aber es ist doch ganz, ganz wichtig hier, Kunst und Jugend miteinander zu verbinden. Ja, also wir haben tatsächlich Jugendangebote mit der Stadt. Ja. Wir machen Workshops hier. Wir haben aber auch Umweltprojekte und Integration. Ja. Wir haben hier eine Veranstaltungsreihe mit 5 verschiedenen Integrationsträgern. Ja. Und lauter solche Sachen. Mental Health, also auch Methodenworkshops, Mantra singen, Jam Sessions, also das ganze Programm. Fühlt sich ganz gut an. Also ich habe halt ein riesen Boot in der Hand und die Verantwortung dafür und habe aber Spaß dran. Bootfahren ist lustig, sonst würde ich es nicht machen. Wenn man Angst vorm Bootfahren hat, dann macht das keinen Sinn. Also entweder man hat da Bock drauf oder man lässt es. So, und da haben wir auch gleich das erste Treibholz, nämlich 2 junge Damen. Angekommen, wir sind angelandet am Ende unserer ersten Etappe in Limmer bei unseren Freunden vom Kanu-Club Limmer. Wir haben die erste Schleuse bewältigt und sind jetzt auf dem europäischen Wasserstraßennetz.